So, da sind wir nochmal. Ich hoffe, einen Teil können wir noch zusammen mit Fraps hier gestalten und wir schauen uns jetzt mal draußen im Dorf. Das ist keine gute Idee. Ich kann Stimmen hören. Das sind wahrscheinlich Wachen. Nicht um. Außerdem ist sie verschlossen. Ein Vorhang? Wie kann ein Vorhang verschlossen sein? Ein Vorhängeschloss oder was? Oh. Moment mal, genau. Wir könnten uns den... Toll. Vielleicht den mit dem? Nein. Was haben wir denn hier alles? Lass mal gucken. Nein. Nein. Noch, Mann. Ist doch nicht wahr. Gibt's hier sonst überhaupt... Was ist das? Das sieht aus wie ein Altar. Ich frage mich, wofür sie ihn benutzen. Aha. Na, ganz toll. Ein paar Ketten, die durch das... Die eine Eisenkette verbunden sind. Was ist, wenn wir die mit... Tatsächlich. Ein paar Ketten, die durch Eisenketten verbunden sind. Und die jetzt vielleicht irgendwie... Tja. Briscoe sieht entsetzt aus. Briscoe. Wieso muss ich immer an die Wochenschau denken? Wie sollen wir die jetzt hier rauskriegen? Nein, Bär nicht. Naja, auch nicht. Was ist mit den Ketten? Hä? Ihm die Ketten geben hilft mir im Moment nicht. Ja, eben. Was mit Papi? Ihm die Ketten geben hilft... Auch nicht. Pfosten. Halt, Moment mal, genau. Was ist mit dem Pfosten? Nee, auch nicht. Nö. Diese Wandhalterungen sind aus einem bestimmten Grund hier. Ah, es ist zu hoch für mich. Oh, Mädel. Was kannst du eigentlich? Toll. Nö. Nein, das macht sie gar nicht. Vater? Ja, Morgan? Nein. Vater sieht nie... Ach. Tja, irgendwie, ja. Genau. Geheimkarte. Tja. Was gibt's hier noch? Bernsteinflach. Das ist die beeindruckendste Schalensammlung, die ich jemals gesehen habe. Tja. Gut, was ist denn, wenn wir zum Beispiel die ganzen Sachen mal Papi zeigen? Auch nicht. Auch nicht. Toll. Was mit Thomas? Ja, ich wusste es, der geilste. Meine Güte! Diese Ohrringe gehören Elizabeth! Ach, gucke an! Sind Sie sicher? Ich habe sie ihr geschenkt, als sie 40 wurde. Simpkins hat sie aus dem Haus gestohlen. Er muss sie benutzen, um die Gunst des Schamanen zu gewinnen. Finden Sie einen Weg, ihm das Handwerk zu legen, Morgan. Na, ganz toll. Ja, guck mal hier, Papi. Papi, Papi. Nee. Damit? Nein. Ja, toll, jetzt... Ein Standort der goldenen Schildkröte. Antwort, das sollte versuchen, meine Schulden... Ich muss es schaffen, aus der Hütte zu entfliehen, ohne die Aufmerksamkeit der Wachen auf mich zu lenken. Die Crew hat den Winsome Maid wurde gefangen. Ich muss jeden befreien. Ihm die Ketten geben hilft mir im Moment. Reden.
Senior Briscoe. Sie müssen mich befragen. Ich mach ja schon so schnell ich kann. Ach. Ist doch nicht wahr. Ja, Mark. Ja. Jetzt vielleicht nehmen. Auf keinen Fall. Stellen Sie sich vor, es ist ein Liebesgetränk für Schildkröten. Vater, darf ich dir meine... Das hatten wir schon alles. Es können doch im Prinzip nur die Dinge sein, die wir jetzt hier gefunden haben, die wir jetzt mit hier irgendwo verbinden können. Ah, es ist so... Hä? Ach klar, da stellen sie sich... Ja, ja, ah, ja. Ich kann das Loch nicht erreichen. Aber sie kann sich jetzt da draufstellen und das Brett da drauflegen. Ja, schwupp, genau. Natürlich, den hat sie mal eben das hier rum. Das ist eine gute Idee. Aber das Brett ist nicht sehr stabil. Ja, das hat sie alles in ihrem Busen. Jetzt aber mit den... Ich gebe euch beiden ein paar Ketten. Könnt ihr sie über das Brett legen und halten? Wofür soll das gut sein? Morgan möchte unser gesamtes Gewicht benutzen, um das Brett stabil zu halten, richtig? Ja. Ach, herrje. Ich werde Beweise finden, dass wir nicht die einzigen sind, die Schildkröteneier sammeln. Als wir zu dieser Hütte gebracht wurden, habe ich ein paar Dorfbewohner sagen hören, dass wir nach Turtle Beach gehen. Sie haben Beach. Den Weg mit den roten Blumen genommen. Turtle Beach. Danke, Vater. Na super. Ach, herrje. Ausnahmsweise mal ist das Glück auf meiner Seite. Naja. Dorfbewohner der Schildkröte. Ja, dem zeigen wir direkt mal unseren Klunker. Ne, will er nicht. Ja, na klar, und der macht Jemand nichts. Hat eine Gabe für den Schildkrötengott hinterlassen. Wieso sagt der nix? Schildkrötensteine. Wow, wie ekelhaft. Gigantische Rauten. Aber vielleicht kann ich mir ihr ekelhaftes Aussehen zu Nutzen machen. Hä? Bah, und die krabbeln doch jetzt nicht allen Ernstes tatsächlich. Mit einem haarsträubenden Aussehen. Die krabbeln jetzt alle in ihrem Busen rum. Ich werde ihre heiligen Statuen nicht berühren. Ach. Was haben wir denn hier sonst noch? Die Hütte, Loch im Dach, Dorfbewohner. Tatsächlich, die redet sogar mit dem. Das wäre keine gute Idee. Ach, der soll schlafen mit offenen Augen? Okay. Rote Blumen. Ach, guck mal an. Ich habe Dringenderes zu tun, als einen Turtle Bitch. Das muss der Pfad sein, den Vater erwähnte. Da geht's wieder wahrscheinlich zur Brücke. Ja, da sind Grab sie. Grab schneller, ja? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, wer ist das denn? Ich muss sie hindern, diese Schildkröteneier zu vergraben. Ich muss die Leute am Strand irgendwie loswerden. Die Inselbewohner verehren den Schildkrötengott. Vielleicht kann ich mir das zunutze machen. Erntegerät? Ach, herrje. Nein. 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 Kommt da? Er kommt. Es ist nichts passiert. Onkel Eduardo muss beschäftigt oder außer Reichweite sein. Wie kann ein Papagei beschäftigt sein? Ich versuche es später wieder. Na, ich ey. Muss die Leute am Strand, die Inselbewohner, verehren. Ja, ja. Mich dünkt es, weil hier ist ja auch ein Gesicht drauf zu erkennen. Dieser ramponierte Schale fehlen einige Schildkrötenpanzer. Vielleicht mit irgendwas kombinieren, Durch oder? Diese funkelnden Diamanten sehen diese Löcher aus wie furchterregende Augen. Ach, gucke an. Wusste ich's doch. Ja, und jetzt die? Ja, tatsächlich.
Erschauere alleine bei ihrem... Was war das für ein Geräusch? Ist da jemand? Grab weiter, während ich mich umschaue. Hm. Oh Gott, wie primitiv. Oh. Oh. Hilfe! Hilfe! Warten Sie eine Sekunde. Diese Haltung und dieses Stottern kommt mir bekannt vor. Bobby? Bist du das? Morgen? Morgen! Gott sei Dank, du bist es! Wie... Was? Wie was? Bobby? Morgan? Bobby? Oh, Ich habe dich gesucht. Ich habe schon gedacht, ich würde dich nie finden. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Also diese Konversation hier. Arbeitest du für Hillary Simpkins? Ich glaube, wenn ja keine Sprachausgabe wäre, dann wäre das Spiel um Längen besser. Was sich als großer Fehler erwies. Der Mann ist ein Teufel. Ich habe mich vor 6 Wochen seinem Schiff angeschlossen und es sofort bereut. Das Essen ist so schlecht, dass man davon krank wird. Na? Warum hast du die Inselbewohner gezwungen, diese Eier zu begraben? Denkst du, ich wollte das? Ich weiß, dass sie für die Inselbewohner heilig sind. Aber ich hatte keine Wahl. Captain Simpkins hätte mich umgebracht, wenn ich mich geweigert hätte. Hier, nimm das ich geschützt habe. Hä? Die Eier oder was? Wir können das klarstellen, aber du musst mir helfen. Sag mir, was du willst. Geh an der Küste entlang zu meinem Schiff. Finde Diego und erzähl ihm, was passiert ist. Nicht Diego. Ich erinnere mich an ihn, als ich ein Kind war. Er macht mir Angst. Tu es einfach, Bobby. Und tschüss. Na super. Hätten wir das auch. Ein in Turtle Bitch gestohlenes Ei. Was ist mit der? Schläft die? Ich kann sie nicht gnadenlos Hillarys Männern überlassen. Ich muss sie von hier wegbringen. Schmeiß ins Wasser. Ah! Was? Keine Sorge, du bist sicher. Ich bin Morgan. Wer bist du? Ich heiße Tanama. Baba Carrie hat mich gezwungen, Eier für die Ausländer zu stehlen. Ausländer? Ah, du meinst Hillary und seine Raufbolde. Und dich. Bist du kein Ausländer? Naja, irgendwie schon. Hillary Simpkins ist mit eurem Schamanen befreundet und fügt euren Leuten Schaden zu. Ich bin hier, um zu helfen. Baba Carrie darf dem teuflischen Ausländer nicht helfen. Die goldene Schildkröte wird böse auf ihn sein. Wie kann eine Bernsteinstatue auf den Schamanen böse sein? Die Bernsteinschildkröte ist nicht die goldene Schildkröte, sondern eine Darstellung, die für zeremonielle Zwecke benutzt wird. Sie hilft, wenn wir Opfer bringen und Gebete aufsagen. Was ist denn dann die goldene Schildkröte? Die wahre Schildkröte lebt tief im Dschungel der Insel. Aber vor 20 Jahren gab es eine große Katastrophe, bei der alle Älteren gestorben sind. Das ist fürchterlich. Das meiste ihres Wissens ging verloren, einschließlich dem Weg zur Schildkrötenkammer. Wenn wir mit der goldenen Schildkröte sprechen könnten, würde sie uns sagen, was wir zu tun haben. Hast du jemals von Buckleberry Tanner gehört? Es gibt ein paar Märchen, in denen erzählt wird, dass er vor der Katastrophe hierher kam und ein Freund der goldenen Schildkröte war. Also hört unsere Suche hier nicht auf. Die Älteren wurden zornig, weil er Karten von der Insel zeichnete, vor allem von dem Weg zur Schildkrötenkammer. Aber wenn wir diese Karten hätten, könnten wir die goldene Schildkröte wiederfinden. Gut, also muss ich diese Karte haben. Was ist, wenn wir ihr die Eier geben? Nein. Gibt es sonst noch was? Nein. Mehr. Hillarys Schiff. Nein, sie kann nicht schwimmen. Ich habe keine Zeit, schwimmen zu gehen. Schade, an diesem Strand würde ich... Ich brauche nicht zu seinem Schiff zurück. Naja, dann.
Gut, dann zurück zum Turtledorf. Turtle. Teenage Mutant Hero Turtles. Gott, was habe ich die in meiner Kindheit geliebt. Außenbezirke des Dorfs. Außenbezirke? Ja, da sind wir hier wieder. Okay, soll ich jetzt hier vielleicht oder ihm das Ei da geben? Nein. Da vielleicht wieder rein? Zum Glück gibt es dieses Loch, sonst wäre ich nie aus der Hütte gekommen. Ja, nein, sie will nicht da wieder rein. Gut, dann... Vielleicht wieder zurück zum Schiff? Oh, jetzt kann sie auf einmal so drüber gehen. Das ist das kleine Boot, mit dem wir zur Insel gefahren sind. Ja, ich weiß, benutz es. Ein wahrer Captain lässt seine Crew nicht in Gefahr. Ich werde sie alle retten. Oder dabei sterben. Ach, wie heroisch von ihr. Nein, nicht den Bären. Tu's Holz in... Diese Bären sehen köstlich aus. Geh doch da rein, Mann, du dusselige... Diego war wie eine Maschine, die nicht... Ey! Was ist denn jetzt hiermit? I believe... Nein, nicht schon wieder. Tja. Was sollen wir jetzt machen? Onkel Eduardo, kann der uns helfen? Es ist nichts passiert. Onkel Eduardo... Naja. Ich versuche es später wieder. Genau, er ist hier direkt in der Hütte, aber er kann uns... Naja, okay. Mit dem reden vielleicht... Es wäre keine gute Idee, sie zu wecken. Toll. Jetzt müssen wir schon wieder irgendwas kombinieren hier. Nein, 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 nein. Jetzt sieht es aus wie ein Weg ins Herz der Insel. Moment, was habe ich... Kein Wunder, dass er sich durchschlängelt. Es war ein als Seeweg getarnter Weg. Was? Auf der Karte wird ein alter Pfad angegeben, der durch den Dschungel führt. Natürlich, das waren zwei Karten, Ja, super, und jetzt? Turtle Beach, Turtle Dorf, Außenbezirke, Beauty Bay. Ja, aber was soll ich jetzt damit machen? Was... Was ist, wenn wir ihr den Weg zeigen? Ja! Guck mal! Wirf einen Blick darauf. Macht es so mehr Sinn? Ja! Ich erkenne die Bedeutung ganz genau. Es ist ein Pfad, der in den Dschungel führt. Führt er uns zur goldenen Schildkröte? Naja. Komm schon! Wir müssen sofort dorthin! Woher weiß ich, dass du nicht wie die Ausländer bist? Ich nehme keine böse Person mit zu einem Treffen mit der goldenen Schildkröte. Sag mir, wie ich dir beweisen kann, dass ich keine böse Person bin. Ich wünschte, ich könnte es. Ich wünschte, ich hätte die Instinkte eines Tiers. Sie scheinen immer zu wissen, wer gut und böse ist. Hier, was ist mit dem Ei, wenn ich dir das gebe? Nein. Möchtest du ein paar Beeren haben? Oh, jetzt komme ich wieder nicht voran. Das kann doch nicht sein. Hier, bestechen. Nein, auch nicht. Die Maske, auch nicht. Selbst das Zepter nicht? Ganz toll. Was ist mit ihm? Kommt er jetzt vielleicht hier hin? Ach ja, klar. Ich hoffe, Onkel Eduardo ist in der Nähe. Die... Dings eines Tiers, das war ein Hinweis. Lass mich jetzt nicht fallen, da ich dich am meisten brauche. Ja, da kommt er. Die Instinkte Onkel eines Eduardo, Tiers. Wie schön, dass du gekommen bist. Ich bin hier, meine Schöne. Ich liebe dich, Onkel Eduardo. Ich liebe dich, Morgan. Wie wunderbar. Ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der so gut spricht. Ja, ist ja meine Erziehung. Er gehört der Tanner. Er hat uns auf diese Insel gebracht. Wenn du ihm deinen Namen nennst, antwortet er.
Hallo, ich bin Danama. Quack, Danama! Danama hübsch! Wow, du musst wirklich ein netter Mensch sein, um einen solchen Freund zu haben. Können wir die goldene Schildkröte jetzt besuchen? Goldene Schildkröte! Goldene Schildkröte! Ja, wir müssen diesen Weg nehmen. Ah ja, ist also unglaublich. Ja, dann geh goldene vor. Goldene Schildkröte! Quack, folge mir, folge mir! Und Kapitel 10, das Ei des Kolumbus. Ach, herrje. Und nun? Das ist es! Das ist der Ort, Morgan! Woher weißt du das? Du warst noch nie hier. Ich kann es fühlen. Es ist, als ob die goldene Schildkröte mich ruft. Na gut, Freunde. Was haben wir denn hier alles? Haben wir hier viel? Ja, doch, wir haben schon viel. Schildkrötenweg, aha, okay. Schildkrötentür. Alles hat ja irgendwas mit Schildkröten zu tun. Wir schauen uns hier noch um und dann machen wir hier Schluss. Er ist zu tief im Boden begraben, um ihn zu bewegen. Okay. Was ist damit? Mein Gefühl sagt, dass dieser Panzer bereits in der richtigen Stellung liegt. Okay, müssen wir jetzt hier Panzer drehen oder was? Schildkrötenaltar? Ich kann das nicht lesen. Weißt du, was da steht, Tanama? Ja, es ist eine Art Rätsel. Nein, was für ein Wunder. Stabile Haufen aus Schildkrötenpanzern soll man schaffen. Ein am Himmel entstandenes Symbol nach Sonnenuntergang. Der Mond. Der Regen, der aus den Wolken fällt, setzt es zusammen. Die große Schildkröte irrt durch die Welt, aber wo? Dieses Puzzle muss mit dem Rätsel verbunden sein. Nein. Ach, errichte die vor den drei Symbolen in der vom Rätsel vorgegebenen Reihenfolge einen stabilen Stapel aus Muscheln. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Muschel, ziehen Sie sie zu der gewünschten Spalte und lassen Sie die Taste los, um zu bestätigen. Aufgepasst, Sie können eine Muschel immer nur auf eine größere Muschel oder auf einen leeren Platz setzen. Lösen Sie das Rätsel, bevor die Zeit... das ist ja echt wie Professor Layton hier. So, und jetzt? Moment, habe ich jetzt hier was verpasst, oder was? Och, Mann, oh. Nee, auch wieder nicht. Ha! Nochmal versuchen. Ja. Ja. Komm. Das werden wir jetzt noch schaffen hier. Nee, warte mal. Nee. Moment. Aha! Moment, wie war das jetzt hier? So rum. So, zack, 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 nee, zack, 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 zack. Oh, es fängt an zu lecken. Scheiße. Oh, oh. Komm! Na also. Ha! Wow. Na siehst du mal. Was ist das hier? Statuen gucken wir uns noch an. Diese Statuen, dieser ganze Ort, schaffen ein zeitloses Gefühl. Aha, das können wir nicht nehmen. Es ist friedlich hier. Ich möchte nichts ohne einen guten Grund stören. Na gut, Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier Schluss und sehen uns dann demnächst mit dem nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW über 18, adieu.